Heute bei RFH. Zertifikat für nachhaltige Waldbewirtschaftung. Hohe Standards werden gewährleistet. Winterspaß, da geht noch was. Läufen und Rodelhänge warten. Ehrungen und Ausblick zum Jahresbeginn beim Neujahrsempfang in Halberstadt. Wie der Ex-OB zum tollen Hecht wurde. Amtsgeschichten für den guten Zweck. Die niemals endende Welle und weitere Wassersporttrends auf der Boot in Düsseldorf vorgestellt. RFH, einfach näher dran. Zertifikat für nachhaltige Waldbewirtschaftung. Hohe Standards werden gewährleistet. Die Stadt Blankenburg ist von Wäldern umgeben, die das Klima sehr positiv beeinflussen. Deshalb stellt sie in der Bewerbung zur Landesgartenschau unter anderem auch die unmittelbare Nähe der Kernstadt zur grünen Lunge in den Fokus. Ja, das ist richtig. Blankenburg ist ja tatsächlich eine waldreiche Stadt mit verschiedenen Waldbesitzern. Und wir haben ja das große Ziel, die Bewerbung zur Landesgartenschau 2022 auch mit unseren umliegenden Wäldern zu verbinden, die zwar nicht direkt im Gartenschaugelände liegen, aber an dieser angrenzen. Und wir haben, glaube ich, hier die einmalige Chance, doch verschiedene Stadien auch der Garten- und Waldbewirtschaftung zu zeigen. Und das ist, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal für Blankenburg. Wichtig ist der Blütenstadt die nachhaltige Waldbewirtschaftung. Diese wird durch internationale Standards festgelegt. Derenburg, ein Ortsteil von Blankenburg, hatte sich bereits 2003 für die sogenannte PEFC-Zertifizierung seines 292 Hektar großen Waldes am Osterholz ausgesprochen. Nach der Eingemeindung ist es für Blankenburg eine Selbstverständlichkeit, dieses Engagement für Umwelt und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Roh- und Werkstoff Holz weiterzuführen. Ja, für uns als Stadt Blankenburg und für den Derenburger Wald ist es eine echte Auszeichnung. Wir haben uns hier in der Stadt der nachhaltigen Waldbewirtschaftung als Waldbesitzer verschrieben. Und das bedeutet auch, dass es eine enge Partnerschaft zwischen den beteiligten Forstämtern, Betreuungsforstämtern zeigt. Und ich glaube, es ist auch eine Wertschätzung unsererseits und eine Auszeichnung für die Betreuungsforstämter, dass Forstwirtschaft in Sachsen-Anhalt Zukunft hat. Und das, was wir als Stadt dazu beitragen können, das werden wir auch tun. Und dazu ist heute auch ein deutliches Zeichen gesetzt worden. Um das Qualitätssiegel PFSC zu führen, sind verschiedene Kriterien einzuhalten, wie Thomas Rosbach, Leiter des Betreuungsforstamtes Flechtlingen, erläutert. Der Wald wird quasi einem TÜV unterzogen. Zertifizierung ist ein System, was zum Ausdruck bringt, dass ein Bewirtschafter, in dem Falle der Waldbewirtschafter, bestimmte Kriterien einhält, um das, was er verkauft, auch in der Öffentlichkeit so rüberzubringen, also zu verkaufen, dass es der Natur und dem Menschen keinen Schaden mit sich bringt. Welche Kriterien sind das zum Beispiel? Zum Beispiel sind das Kriterien wie Klimaschutz, Umweltschutz, natürlich auch Erholungsfunktionen des Waldes aufrechtzuerhalten, die Biozönose im Wald zu erhalten und natürlich auch Holz zu verkaufen, was dieses Label trägt. Das Zertifikat wird in regelmäßigen Abständen verliehen. Es werden natürlich auch Kontrollen durchgeführt, um dieses Zertifikat auch nachweisen zu können. Und wenn diese Kriterien eingehalten wurden, also geprüft worden sind, dann wird dieses Zertifikat auch wieder verliehen durch diese Institution. Eine bis 2021 gültige Urkunde bestätigt, dass Klimaschutz, Artenvielfalt, Erholungsfunktion, verantwortungsvoller Holzabbau, Aufforstung und so weiter gewährleistet werden. Die erste Waldkönigin Sachsen-Anhalts ist dabei, als das Qualitätssiegel an Bürgermeister Heiko Breithaupt überreicht wird. Ich arbeite in der Forstverwaltung Sachsen-Anhalt und generell als Voraussetzung, denke ich, ist einfach die Liebe und die Leidenschaft für den Wald und dass man das auch wirklich gerne machen möchte. Welche Aufgaben hat man jetzt als Waldkönigin? Genau, und zwar geht es in erster Linie um die Repräsentation. Ich bin einfach dafür da, um die Aufmerksamkeit auf den Wald, die Waldbesitzer und natürlich auch die Forstwirtschaft zu lenken. Welche Termine stehen derzeit an? Genau, großes Thema ist jetzt ab heute dann die Internationale Grüne Woche in Berlin, wo ich eben den Wald vertrete und auch auf dem Sachsen-Anhalt-Tag zugegen bin.
Der 292 Hektar große Wald am Osterholz besteht zu 60% aus Laubholz. Größtenteils sind es Eichen und Buchen. Hier wird übrigens auch Eichensaatgut gesammelt. Bei den Nadelhölzern dominieren die Kiefern. 5 Festmeter Holz pro Hektar werden durchschnittlich eingeschlagen und 7, auch durch Unterstützung von Fördermitteln, jährlich wieder aufgeforstet. Das heißt, hier wächst der Waldbestand. Mehr CO2 wird gebunden und durch die Photosynthese mehr Sauerstoff an die Umwelt abgegeben. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Germania testet vor dem Rückrundenauftakt. Nach einer tadellosen Hinrunde steht der VfB an der Tabellenspitze der Oberliga Süd. In der Winterpause wurde natürlich fleißig trainiert und nun kommt zum Abschluss der Vorbereitungen der SV Babelsberg zum Testspiel. Ein echter Härtetest für Germania, denn die letzten 2 Aufeinandertreffen in der Regionalliga konnten die Brandenburger für sich entscheiden. Vielleicht präsentiert sich dann auch Winterneuzugang Marcel Gossler vom TSV Havelse direkt vor heimischer Kulisse. Der Anstoß erfolgt am Samstag um 14 Uhr. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Sie sehen hier ein paar herrliche Winterschnappschüsse von unserem RFH-Zuschauer Stefan Herford, entstanden bei seiner morgendlichen Gassi-Runde in den Thekenbergen. Nun zu den Wetteraussichten. Nach den kalten Tagen mit größtenteils Dauerfrost wird es ab dem Wochenende wieder milder. Der Sonntag macht dabei seinem Namen alle Ehre. Viel Sonne und ein strahlend blauer Himmel sorgen im gesamten Tagesverlauf für herrliches Winterwetter. Die Temperaturen liegen dabei tagsüber zwischen minus 1 und minus 4 Grad. Trotz der sonnigen Aussichten sollten Sie nicht auf die dicke Jacke verzichten. Der Nachthimmel ist überwiegend klar und dadurch wird es mit minus 8 Grad noch deutlich kälter. In der neuen Woche steigen die Temperaturen wieder etwas an und es muss erneut mit Schneefall gerechnet werden. Wenn mehr Bewegung mehr Spaß bedeutet. Wenn aus vielen Atemzügen ein Moment der Ruhe wird. Wenn aus einer kleinen Familie ein großes Glück wächst. Dann ist unsere Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Informieren Sie sich jetzt über das schnelle Internet mit bis zu 100 Mbit und sichern Sie sich bei Neubestellung oder Tarifumstellung Ihres Festnetzanschlusses einen Geschenkgutschein über 50 Euro im EP Media Park Schubinski in Quedlinburg. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Thalle steht Kopf beim riesengroßen Inventurverkauf von Möbel Müller. Sichern Sie sich jetzt bis zum 31. Januar Hammerschnäppchen zu Knüllerpreisen. Ausstellungs- und Lagerware drastisch reduziert. Egal ob Sofa, Küche oder Anbauwand. Außerdem gibt's noch bis zum 31. Januar 20% auf alle Möbelneubestellungen. Wer da noch rechnet, ist selber schuld. Nutzen Sie außerdem die Möbel Müller 0% Finanzierung. Möbel Müller in Thale. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie.
Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le cœur, le caractère. Citroën. Es ist wieder soweit. Die Hartz-Sparkasse präsentiert am 21. April eine weitere Auflage der PS-Lotterie-Gala im Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt. Freuen Sie sich dieses Jahr auf die gewaltige Stimmkraft von Ross Anthony. Und Schlager-Ikone Claudia Jung. Ich brauch keinen Shampoos und keinen Psychiater. Alles, was ich brauche, bist du. Außerdem mit dabei sind Comedian Edno Bommel, das PS-Showballett der Energy Dancers sowie Moderator Andreas Mann. Karten können in allen Geschäftsstellen der Hartz-Sparkasse bestellt werden und sind in der Filiale im Halberstädter Westendorf direkt erhältlich. Aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Also sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für einen Galaabend der besonderen Art mit vielen Stars und Sternchen. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Highspeed für die bunte Stadt. Das Wernigeröder Unternehmen Heuer und Sack bietet schnelles Internet und Telefon über das eigene Funk- und Breitbandkabelnetz in Wernigerode und den Ortsteilen Benzingerode, Minzleben, Reddebar, Silstedt sowie in Heimburg und auf dem Brocken. Bis 25 Mbit pro Sekunde Download und bis 8 Mbit pro Sekunde Upload sind je nach Tarif und technischen Bedingungen verfügbar. Sie bekommen eine echte Flatrate ohne Datendrosselung. Informieren Sie sich in unserem Fachgeschäft in Hasserode oder unter Telefonnummer 03943 90 50 55. Winterspaß, da geht noch was. Loipen und Rodelhänge warten. Lust auf Winter? Dann lohnt sich schon die relativ kurze Anfahrt nach Friedrichsbrunn. Der Wintersportort ist seit dem Wochenende so reich an Schnee, dass es heißt Ski und Rodel gut. Kaum verwunderlich, dass an den Wochenenden Hunderte nach Friedrichsbrunn kommen, um sich am Rodelhang auszutoben, und nicht nur die Kids stürzen sich übermütig in den Schnee. Damit der Ansturm der Gäste und vor allem der Autoverkehr besser geregelt wird, hat die Stadt Thale einige Maßnahmen ergriffen, um vor allem die Parkplatzsituation zu entspannen. Zusätzliche Flächen werden ausgewiesen. Auch die Loipen sind gut gespurt und bieten optimale Bedingungen. Egal also, ob Langlauf, Rodelvergnügen oder doch nur der Spaziergang durch die weiße Pracht, die Aussichten für das Wochenende sprechen auf jeden Fall für einen Ausflug in die schneeverwöhnten Harzer Wintersportorte, und es muss ja nicht immer Torfhaus sein. Ehrungen und Ausblick zum Jahresbeginn beim Neujahrsempfang in Halberstadt. Es ist der traditionelle festliche Jahresauftakt in Halberstadt und 2017 erstmals im nicht ganz so festlichen Ambiente der Turnhalle des Freizeit- und Sportzentrums. Mehr Platz als im Rathaus bot die Halle, und endlich konnten nun, wie in den anderen Städten im Harz auch, die Gäste der Veranstaltung im Sitzen folgen. Und auch der Akustik und den technischen Möglichkeiten zuliebe wurde Ratsaal gegen Halle getauscht. Der Neujahrsempfang ist Rückblick und Ausblick zugleich. In seinen Begrüßungsworten zeigte sich Stadtratspräsident Dr. Volker Bürger stolz über das, was Wirtschaft, Politik und Bürger 2016 erreicht hätten. Nur an einem fehle es in Halberstadt weiterhin. Wir können stolz sein auf unsere engagierten Bürger und die hier in unserer Kommune tätigen Unternehmen.
Nur mit einem können wir noch nicht zufrieden sein. Das ist die Außenwahrnehmung und bei manchen Einwohnern auch die Innenwahrnehmung unserer Stadt. Es bleibt sozusagen als Wermutstropfen im Glas der Erfolge. Ich meine, dass es uns in den vergangenen Jahren noch nicht in befriedigendem Maße gelungen ist, mit dem Potenzial und dem Erreichten unsere Stadt so zu vermarkten, wie sie es verdient. Eine Einschätzung, die in den letzten Wochen auch von Herrn Rimpler, unserem Wirtschaftsförderer, und den Vertretern der Roland-Initiative in der Presse geäußert wurde. Wir bleiben hier unter unseren Möglichkeiten zurück. Obwohl ich den Eindruck habe, dass die Halberstädter zunehmend erkennen, dass unsere Stadt vieles zu bieten hat, und darum möchte ich Ihnen auch zurufen, tragen Sie dieses Wissen, wo immer Sie Gelegenheit haben, über die Grenzen unserer Stadt hinaus. Werben Sie für die Schönheiten und die Kulturgüter in unserer Stadt. Wenn uns in diesem Jahr verstärkt der Schulterschluss zwischen ansässiger Wirtschaft, Wirtschaftsförderung, Kultur, Tourismusbüro und den engagierten Halberstädtern gelingt, dann schaffen wir es auch, das Image und den Bekanntheitsgrad unserer Stadt verdientermaßen zu heben. Dass es an bürgerschaftlichem Engagement nicht fehle, betonte Oberbürgermeister Andreas Henke in seiner Rede. Höhepunkt des Abends waren die Auszeichnungen der Halberstädterinnen und Halberstädter, die sich in ihren Vereinen besonders engagiert haben. 2017 wurde der Hospizverein Regenbogen e.V. zum Verein des Jahres gekürt. Die Auszeichnung ist mit 250 Euro dotiert. Der Hospizverein, 1996 gegründet, hat sich 2012 mit der Gründung eines ambulanten Kinderhospizes und den eigens ausgebildeten Helfern für die Begleitung von Familien und Kindern, die an lebensverkürzenden Krankheiten leiden, einer äußerst schwierigen Aufgabe gestellt. Wie wir alle wünschen sich die meisten Menschen am Lebensende in vertrauter häuslicher Umgebung zu sein, im Kreis der Familie, Angehörige oder Freunde. Dass Menschen in Ruhe und Frieden sterben können und für die Angehörigen Trauerhilfe leisten, das ist Kerngedanke des Hospizvereins. Mit ihrer psychosozialen und spirituellen Begleitung betroffener Menschen und Familien und der Förderung der Hospizidee für würdevolles Sterben leisten die Mitglieder und Förderer des Vereins einen hochzuschätzenden Beitrag der Hilfe. Darüber hinaus rücken sie Themen wie Tod und Sterben als Teil unseres Lebens auch ins gesellschaftliche Bewusstsein. Auch die Halberstädter Stadtführer wurden mit einer Ehrenurkunde für ihre Arbeit ausgezeichnet. Ein überaus wichtiger touristischer Partner sind unsere Stadtführer. Von 19 Honorarkräften sind derzeit 15 aktiv. Sie alle sind ein Aushängeschild unserer Stadt. Mit Heimatliebe, mit Stolz, mit Engagement präsentieren sie den Gästen unserer Stadt Sehenswürdigkeiten, Informationen, historisches, denkwürdiges, kulinarisches und so manch eine Anekdote. Schlüpfen in das Kostüm des Bischofs Buko oder als Räuber Dunhill, begleiten zu Fuß oder mit der alten historischen Straßenbahn, werben in Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch. Und bei 500 Führungen mit 15.000 Gästen ihnen nicht ausreichend sind, unterstützen sie auch noch das Team der Halberstadt-Information auf großen Messen und zum Sachsen-Anhalt-Tag. Wir sind Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren Stadtführer, überaus verbunden. Ich darf Ihnen, Frau Aletta Jeckel, Anke Marzahl, Margit Meyer, Helga Scholz, Petra Stange, Birgit Wanka, Herrn Heinz Bordet, Jon Dauert, Joachim Dill, Klaus Ditze, Rolf Heidecke, Klaus-Dieter Kunkel, Wolfgang Glaubigi, Eckart Monzin, Reinhard Roland, Martin Sass, Horst Sigmüller, Matthias Stober und Kurtille im Namen der Stadt auf das herzlichste Dank sagen. Insgesamt 320 Gäste waren der Einladung des Oberbürgermeisters und des Stadtratspräsidenten ins Freizeit- und Sportzentrum gefolgt, darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Veranstaltungen im Harz. Die Eiszeit ist zurück in Halberstadt. Das bedeutet Winterspaß für Groß und Klein, und zwar auf 450 Quadratmetern.
Ab dem 27. Januar öffnet die Eislaufbahn nach langer Wartezeit endlich wieder ihre Tore vor dem Rathaus und lädt alle Winterfreunde zum Schlittschuhfahren ein. Punschgetränke am Lagerfeuer und Après-Ski-Partys runden das Familienangebot ab und erwecken den Fischmarkt so erneut zum Leben. Also nichts wie rauf auf das gefrorene Wasser und rein in die Halberstädter Eiszeit. Ein Harzdebüt und das Instrument des Jahres 2017 bei der Stunde der Klassik am 20. Januar. Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode präsentiert Leonie Dessauer an der Oboe. Die aus Wiesbaden stammende, mehrfach preisgekrönte Leonie Dessauer wird das Konzert für Oboe und Orchester von Richard Strauss darbieten. Außerdem präsentiert das Ensemble um Musikdirektor Christian Fitzner Mozarts Symphonie Nummer 40. Karten für Leonie Dessauer und das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode erhalten Sie per E-Mail, telefonisch oder an der Abendkasse. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Amtsgeschichten für den guten Zweck, wie der Ex-OB zum tollen Hecht wurde. Ich habe Sie doch auch gewählt, so ist der Titel der Broschüre mit Bürgermeister-Anekdoten aus Quedlinburg. Die erste Lesung im Palais Saalfeld mit dem Verfasser, dem ehemaligen Oberbürgermeister von Quedlinburg, Dr. Eberhard Brecht, fand jetzt großes Interesse und die Idee viel Anerkennung. Ja, ganz erfrischend, wunderschön. Was hat Sie so am meisten begeistert? Haben Sie das so erwartet, was er zu erzählen hat? Ja, im Prinzip ja. Wir kennen ihn ja, dass er ein ausgezeichneter Redner war schon immer. Und dass er auch ganz witzig schreiben kann, das habe ich erwartet. Mit den Ohren des neuen Oberbürgermeisters etwas zu hören aus dem Leben des ehemaligen Oberbürgermeisters, wie ist Ihnen das ergangen? Ja, ich habe mich köstlich amüsiert, muss ich wirklich sagen. Ich habe es also nicht bereut, heute hier zu sein. Ich kann nur empfehlen, also auch für die Bürgerstiftung natürlich diese kleine Broschüre zu erwerben, weil man wird also durchweg einen lustigen Abend haben, wenn man sie liest. Und wenn man dann noch eine kleine Spende für die Bürgerstiftung über hat, umso besser. Ich bin oft gefragt worden heute, naja, fangen Sie denn jetzt auch so zu sammeln? Ich sage mal, Da gehe ich eher nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also mich hat die Muse ja nicht so geküsst wie Dr. Brecht. Ich hab dafür, sage ich mal, einen QSV-Schal im Auto. Aber sollte sich es ergeben, dass die ein oder andere Anekdote in meiner hoffentlich noch langen Zeit als Oberbürgermeister entsteht, dann habe ich jetzt natürlich den Anreiz, das aufzuschreiben. Vielleicht ergibt sich ja auch ein kleines Anekdotenbuch des Oberbürgermeisters Ruch dann, ja. Viele Gäste des Abends ließen sich auch im Anschluss die Broschüre signieren, in der Dr. Eberhard Brecht in seiner Amtszeit von 2001 bis 2015 erlebte, mitunter pikante, spaßige und nachdenkliche Episoden zusammenfasst. Interessanter Abend, sicherlich auch für Sie, Herr Dr. Brecht, mit seiner Lesung und mit der Resonanz der Leute. Wie ist es Ihnen ergangen erstmal? Wie haben Sie es empfunden mit dem Interesse der Bürger hier bei Ihrer Lesung? Ich bin ein bisschen verunsichert gewesen, weil ich befürchtet habe, dass man vielleicht mit einer solchen Broschüre eine Übererwartung verbindet. Das ist keine große Literatur, das ist kein Enthüllungsjournalismus, sondern das sind einfach nette Geschichten liebenswerter Mitbürger und natürlich auch Kuriositäten, die mit meiner eigenen Person verbunden sind. Und ich bin zum Glück nicht bestätigt worden in meinen Ängsten, sondern das Publikum war sehr locker, hat mitgelacht, hat zwischendurch Applaus gegeben und ich war auch sehr, sehr angetan über die große Resonanz. Das Palais Saalfeld war doch gut gefüllt und ich freue mich darauf, dass ich noch ein paar weitere Lesungen veranstalten werde, die nicht in Quedlinburg, aber außerhalb von Quedlinburg stattfinden und hoffe, dass es dort eine ebenso gute Resonanz gibt. Wann fällt denn so eine Entscheidung, all diese Sachen zusammenzufassen? Hatte man das schon immer oder hatten Sie das immer schon so im Hinterkopf und haben auf den entsprechenden Zeitpunkt gewartet? Also ich habe so etwas immer gesammelt und hatte eigentlich vor, solche Geschichten dann vielleicht im Freundeskreis am Kamin, wenn das Feuer lodert, man ein gutes Glas Rotwein in der Hand hat, dann zum Besten zu geben. Aber dann kam mir die Idee,
in der Analogie zum Oberbürgermeister von München, Christian Ude, der ähnliche Anekdoten aufgeschrieben hat, auch dieses dann zumindest im Eigenverlag zu publizieren. Und als langes Mitglied der Bürgerstiftung für Quedlinburg habe ich mich dann auch entschieden, diesen Druck privat zu finanzieren, um dann über eine Spende der Bürgerstiftung etwas Gutes zu tun. Wurde die Auswahl etwas unterstützt in der Familie durch Ihre Frau, Kinder? Die Auswahl nicht, aber ich habe natürlich den Text nochmal gegenlesen lassen. Und zwar von jemandem, der besonders kritisch ist und sehr vorsichtig ist, der mir nochmal Hinweise gegeben hat, wo möglicherweise Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Und umgekehrt habe ich dann auch noch jemanden gebeten, der ein etwas satirischer, frecher Typ ist, der gesagt hat, du, das musst du noch unbedingt schärfer formulieren, das ist einfach zu weich, da lachen die Leute nicht drüber. Und so ist es dann ein Stückchen Satire geworden, von der ich hoffe, dass es beim Lesen auch Spaß macht. Dr. Eberhard Brecht hat die Broschüre in einer Auflage von 3.500 Stück selbst finanziert und gibt sie kostenfrei ab, verbunden allerdings mit dem Wunsch, dass die Leser einen kleinen Beitrag für die Quedlinburger Bürgerstiftung leisten. Die Broschüren sind ab sofort exklusiv in der Quedlinburger Buchhandlung Gebeke in der Birkenstraße 3 erhältlich. Die niemals endende Welle und weitere Wassersporttrends auf der Boot in Düsseldorf vorgestellt. Premiere auf der Wassersportmesse. The Wave prügelt sehr viel Wasser in sehr kurzer Zeit über eine Stufe. Etwa 140 Badewannen pro Sekunde. Für Surfer entsteht ein Traum. Die niemals endende Welle. Nur das eigene Können setzt beim Ausprobieren Grenzen. Wer sportlich ist, hat aber Vorteile. Longboardfahren kommt dem ganz nahe und Snowboardfahren auf jeden Fall auch. Die Kantenbelastung ist ganz ähnlich wie beim Snowboardfahren, ja. Es ist vielleicht vorhersehbarer, aber es ist kraftvoller, als ich es gewöhnt bin. Ich habe nicht die Kontrolle. Ich habe versucht zu kopieren, was er macht. Etwas weniger körperlich herausfordernd, dafür auch zum Ausprobieren. Elektroantriebe für Boote und Yachten. Das kraftvolle Drehmoment trägt der Hersteller schon im Namen. Alle Vorteile sind damit aber noch nicht genannt. Ab 1600 Euro. Wartungsarm, leicht zu bedienen, sehr leise und damit definitiv ökologisch. Aber wenn wir von den Ökos leben müssten, dann wären wir arm. Die Dinger machen vor allem Spaß. Und die würde keiner kaufen, wenn die nicht Spaß machen würden. Also die haben Mordsleistung, die sind sehr leicht zu bedienen. Das kauft sich jeder, der Spaß am Wassersport hat. Wassersportler sind allerdings meist ohnehin umweltbewusst. Ohne Umwelt gäbe es nämlich keinen Wassersport. Besonders bei Tauchern gilt das. Gerade das dabei so direkte Naturerlebnis macht für viele den Reiz aus. Auch wenn beim Ausprobieren auf der Boot die Fische leider fehlen. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Modernes Design, innovative Technik, pflegeleichtes und strapazierfähiges Material. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Nutzen Sie die Jahreszeit und starten Sie mit dem Harzclub in den Winter. Die Wanderung beginnt morgen früh um 9.35 Uhr. Für genauere Informationen finden Sie einen Ansprechpartner unter der Telefonnummer 03941 634 572. Die Leseratte alias Lisa Marie Liebler besucht am Mittwoch wieder die Stadtbibliothek in Halberstadt. Diesmal lautet das Thema das erste Mal nachts nicht zu Hause übernachten. Kinder ab 5 Jahren sind von 16 bis 17 Uhr recht herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, den 10. Februar, gibt Melanie Thieke ein Musical-Konzert mit vielen bekannten Gesichtern aus dem Harzer Bergtheater. Die Türen der Kuba-Halle in der Lindener Straße in Wolfenbüttel werden bereits um 19 Uhr geöffnet. Beginn ist um 20 Uhr und der Eintritt ist frei. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige.
Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin.